25. November 2018, 22.36 Uhr, Martin Schindler unterlag seinem belgischen Kontrahenten glatt. Der deutsche Darts-Profi Martin Schindler hat bei der Junioren-WM das Endspiel verloren. Der 22-Jährige aus Strausberg in Brandenburg unterlag in Minehead dem Belgier Dimitri van den Berg glatt mit 3:6. Schindler war in dem Duell der beiden Youngster früh in Rückstand geraten und hatte vor allem beim Scoring große Probleme. Van den Berg verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr. Einziger deutscher Sieger bei dem Turnier bleibt Max Hopp, der sich 2015 gegen die Konkurrenz durchsetzte. Sowohl Schindler als auch Van den Berg hatten sich schon zuvor für die Darts-WM 13. Dezember bis 1. Januar in London qualifiziert.